Ja, ich war, wie sie alle gehört haben, ein prominentes Gebäude in Köln hat Feierabend gemacht, die Türen geschlossen. Ich meine, klar, Corona haben ja alle Etablissements, ne? Wie man sagt, in Köln, der Puff so. Und, aber das Pascha, das ist jetzt, das ist geputzt. Ne? Das ist offizielle Insolvenz, war ja im Fernsehen, war ja in den Medien, war das da groß. Ne? Es ist natürlich traurig, ich finde das traurig, ich finde das schade. Jetzt ist das hier so ruhig, frühe Stunde, alles Taxi, jetzt süße vielleicht ein Taxi hier, wenn überhaupt, und dann weil da eine Pizzeria ist, ne? So, wie eine Pizzabude. Und wollte ich mich mal selber überzeugen, ne? Weil es seit 1975 über das, ne? Da musst du dir mal vorstellen, dieses Gebäude. Also, wenn die Wände erzählen können, hier, und die würden erzählen, das war ja früher ein Hotspot. Das war ja früher, da ging der Prominenzerin, die haben schon die hängende Türklinke in der Hand, hier rein, raus und hoch, runter. Da ist früher der Hubschrauber um Dach gelandet, musst du dir mal reinziehen. Ja, VIP-Eingang. Mal möchten die aus dem Gebäude Museum machen. Ja, und dann möchtest du doch Führungen machen, auf jede Etage, in jedem Zimmer. Da hat ja jedes Zimmer ein anderes Konzept, verstehst du? Und ganz oben, wo haben sie ja noch die Lounge gemacht, oder der FKK-Club. Also, was ich natürlich nicht verstanden habe, die Gebäude ist schon lange zu. Die Frauen haben Berufsverbot. Da muss man sich mal vorstellen, Berufsverbot. Also, das ist schon der Knaller, ne? Ja, da müssen wir nicht drüber sprechen. So. Und wenn die Frauen nicht geben würden, könnten manche andere Frauen nicht über die Straße gehen. Also, das ist ein Etablissement. Da haben die Kerle, man sieht in Köln, der Freier oder wie auch immer, die haben sich da entlastet. Verstehst du? So. Haben da Röhle gemacht, ne? Hasta la vista, Baby. So, und dann war das gut. Deswegen finde ich es schade, da hätte man bestimmt was machen können. Aber mal Hand auf Herz, ich finde traurig, dass das so ist. Das hört zu Köln wie der Kölner Dom, finde ich. Die Hornstraße, die kennt jeder. Ne? Ein ganz bekanntes Gebäude. Und das wird nochmal zum Weltkulturerbe, wird das hier rufen. Ja, ist wirklich so. Was da schon abgegangen ist, so uns. Feuer frei. Ey, also, das ist schon der Knaller. Wenn ich überlege, früher und so in den 80er, 90er Jahren, da war Kontakthof, da wurde hier der Parkplatz, wie früher ging es drin. Also, ist schon krass. Also, ich muss echt sagen, das hat mich so ein bisschen getroffen. Ich glaube, das hat jeden getroffen. Das ist ja der große Lauf aus Europa. Ja, wie wird die Lücke gefüllt? Weiß ich, vielleicht machen sie irgendwo einen Campingplatz hin oder was, weiß ich, oder mit Wohnwagen. Kommen, nee. Also auf der anderen Seite ist ja auch noch ein Gebäude, ne? Ist auch ein Laufhaus. So, und die haben, da hörst du noch nichts von, die sind zwar da, aber ob das dann wieder aufmacht und wie auch immer wieder funktioniert. Ich bin davon ab, wir sind, die sagen immer Abstand. Ja, mit Abstand geht das ja nicht, verstehst du? Du willst ja, wieso der Abstand hat? Ja, willst du aus der Ferne schießen oder was? Oder wie sich was? Oder das virtueller Sex geht ja auch noch nicht. Mit Kopfhörer und so eine Scheiße. Man will ja schon gucken, ne? Also, ne? Also auch ist ja mit, wenn man so schön sieht, oder? Ne? Mir tut das echt leid, dass das so zu ist. Weil ich überlege mal, hör uns, da habe ich meine Unschuld dran verloren. Musst du dir ein Gefühl stellen? Ja, der hätte dicke Jagd dahin, der hat super Schlösche hat, ehrlich. Das waren ein paar Hupen, sag ich, da träumt er für. Oh, auf jeden Fall, ich muss natürlich dabei sein, das hat sich mit den Jahren ja alles geändert. Die meisten deutschen Frauen waren fast kaum deutsche Frauen drin. Alles rumänisch, bulgarisch, alles Ostblock. Also ist schon traurig, wie die Entwicklung dadurch gegangen ist, dass die deutschen Frauen alle weg waren. Und wenn du überlegst, was die danach gemacht haben, da hast du für 30 Euro hast du eine Hochzeitsnacht gekriegt, verstehst du? Ja, mit alles Portabella. Ja, was ist das dann? Ich habe bei der deutschen Frau nicht, ja nichts, da Motze, alles. Und dann nur mit Jummi und wie das sich gehört. Also, und Hück, komm, die karren hier mit den Autos an, aber jetzt ist nichts zum Karren da. Ist alles zu. Jetzt hat die Stadt alles ein bisschen auf die Straße verlagert. In Bars, wenn ein Club hat, in Clubs, in Cafés, da laufen die ganzen Chicas rum, verstehst du? Sind die da am Gucken, wer kann ich da klar machen und was ist da? Diese ganzen mit dem Handy, da kommt ja auch noch dabei. Das sind die größten Portale für Deadline. Das ist unglaublich. Da ist Parship.de eine Scheißhaufen jährigen. Nur, da musst du noch bezahlen für Parship.de, 55 Euro im Monat. Ja, dann hast du nur so alte Schabracken, teilweise, ne? Ja, keine Ahnung, aus was für einem Museum die herholen. Auf jeden Fall, das ist natürlich schon, so macht das Nachtleben kaputt. Wie soll ich das erklären? Netflix and chill. Ja, ich finde das natürlich, wie gesagt, schon
Und das macht alles kaputt. Und ich weiß nicht, was dahinter steckt. Die machen ja auf der Art das ganze Nachtleben kaputt. Das hört ja alles dazu. Guck mal, da, wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Thema, weißt du, Jobs, ne, Putzfrau, Security, die Hauswirtschaft, ne, das Haus muss bewirtschaftet werden. Reicht keine Sau nach. Die ist so unfähig. Also ich denke, Prostitution ist das älteste Gewerbe der Welt. Ja, keine Frage. Das Jahr wird schon, wo ich nehme die Welt, was du nimmst die Welt, das Jahr wird schon, weiß ich, im ersten, zweiten, dritten Welt. Ich habe schon eine Steinzeit gearbeitet. Ne? Da haben die das nur anders gemacht, da haben die so eine Lappe gehabt, weiß ich. Ja, haben mit Steinen geworfen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das wird es immer geben, aber in einem anderen Format. Und da muss man natürlich dann sehen, das Nachleben wird auch nicht mehr so wiederkommen, wie es war. Ja, keine Frage. Es wird sich ganz viel verändern. Ne? Ob das gut ist oder nicht, das haben wir dahingestellt, in was für eine Richtung das geht. Und die jungen Leute heute, ab 20, die 20-Jährigen, Mädchen, Männlein wie Weiblein, ne? Ja, die Jungs, die gehen dann nicht mal raus, um Frauen kennenzulernen, die machen dann alles über dieses Handy. Die sind ja doof. Wie kann man sich schon so schnell hergeben mit Fotos und so jetzt alt? Hallo? Also bei aller Liebe. Und dann, ich kenne den. Ja, woher kennst du den? Ja, den kenne ich von hier, von Instagram. Das ist doch kein Kennen. Sind die hohl in der Birne? Ja, was rauchen die eigentlich? Banane? Oder was? Ja, und dann so treffen die sich dann. Da können die, das krass ist, die hören samstags abends weg, schreiben die Alte an oder umgedreht, treffen und dann kommen die. Direkt dieses Treffen. Früher musste man eine Telefonzelle oder Briefe schreiben. Das ging ja nicht. So, da haben wir einen Tag, machen wir zwei, drei dafür planen. So, Hygiene, zack, 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 kannst du mich abholen kommen? Ja, ich bin da und da. Das ist schon eine krasse Nummer. Und so, das wird sich weiterentwickeln. Und dadurch wird das natürlich hier ganz, ganz schwer für die ganzen, für das Nachleben, für die ganzen Puffs, für die ganzen Häuser, für die, das ist echt eine riesen Konkurrenz, ja, keine Frage. Ne? Ich denke mir schon, ohne die geht es nicht, weil es gibt ja auch Männer im gesetzten Alter, ich sage ja, die werden ja auch uns älter, auch die 20 werden immer älter. So. Und die Entwicklung geht immer weiter. Also ich kann mir vorstellen, die Häuser, die muss es geben, die sollte es geben. Ja, keine Frage, bin ich für. So. Weil wenn du überlegst, das ist sauber, offiziell, geschützt, Security ist da drin, die, Wirtschafter sind da, also das ist wirklich, Frauen sind ärztlich untersucht, die Frauen haben Bockschein und so. So, dann, das ist ein anderes, ist ein Etablissement, das ist eine andere Atmosphäre. Und dahin zu gehen, vor allen Dingen verdienen auch Leute Geld mit, ganz viele andere Leute auch. Ja. Und die Frauen sind da auch, wie gesagt, die Frauen sind ja angemeldet, die Frauen ist offiziell, alles so. Und da denke ich mir, das sollte geben und das muss es doch geben und das wird doch immer wieder geben. Das war vorher auch nicht mehr so perfekt, vor Corona, ja, keine Frage, war auch schon so ein bisschen, ne? Am Wackeln, weil es nicht mehr so lief, die Zahlen, die Frauen müssen ja die Zimmermiete zahlen und so weiter. Und so. Das war auch nicht mehr so, Konkurrenz war groß, wie gesagt, Internet, die ganzen FKK-Clubs und so eine Scheiße. All, ne? So, und ganz klar, aber es hat aber nicht dazu gereicht, dass Insolvenzien, die haben vielleicht irgendwie so eine dicke Reibach gemacht. Ne? So, und in den 80er, 90er Jahren war natürlich der Knaller. Da haben die halt mit der Schubka hingefahren, mit dem Mob-Japaner, keine Ahnung. Weiß ich, die D-Mark-Zeiten, ja. Ne? Da hätte die Klofrau, die für Ressourcen, ob sie Klo ist oder nicht, hätte die 500 Mark auf dem Teller gehabt. Und dafür hätte ich die ganze Hus geputzt. Ja. Und das war eine andere Zeit. Und das ist dann immer schlechter gekommen. Ja, und dann kam dann dieser Hermann Müller, der besagte, ne? Der Pascha. Pascha sein ist fein, aber nur in Köln am Rhein. Der bekannte Spruch. In München hat er auch ein Pascha und ich glaube auch in Salzburg. So viel ich weiß auch noch. Und dann hat er ja Probleme gehabt. Ne? Ja, er hätte sich mit in so einer Talkshow damals dran gesetzt, mit dieser Kampflesbe sich unterhalten, mit Alice Schwarzer. Ja, die Hackfresse da. Und die kann so nicht liegen, die Art. Die hätte, glaube ich, die hätte alles verkehrt verstanden mit Emanzipation mit der Frauen und so weiter. Alle Emanzipation der Frauen ist ja richtig. Aber die Frauen haben trotzdem keine Eier, sondern hätte der Mann immer noch die Klötte. Ne? So, und, aber egal, das war ein Fehler gewesen, das hätte er nicht machen wollen. Dann, da ist er wahrscheinlich Leuten zu nahe getreten. Der größte Knaller, was der Hermann Müller gemacht hat, mit hier Zurückgarantie damals, das war ja auch der Burner, ne, für uns. Weißt du, Schanz, du bist, du knallst so richtig schön auf, Messer drauf, und sagst, ja, ich war aber nicht zufrieden mit der Frau, kriegst du die halt wieder. Das war ja auch so ein Kampforder, so ein, hey, baller, baller. Das ist ja eine Diskriminierung der Frauen, also von daher, komm. Müssen wir auch nicht drüber sprechen. Also, das sind alles Sachen. Ne? Auf jeden Fall, das ganze Ding ist, mir tut es leid, dass es so ist. Echt? Also, ich habe gehört, ob es jetzt stimmt, man hört ja immer so viel. Das sind immer so Gerüchte, die man da so hört. Ne? Wenn du nicht direkt an der Quelle bist. Ne? Ich habe gehört, der soll eine Jugendherberge werden.
Also wollten die so ein Herbergshaus, das ist ja der Knall. Er hieß ja demnächst Puff Herbergshaus oder keine Ahnung, oder Pascha Herbergshaus, weiß ich, und die Bennerin. Oder halt ein Flüchtlingsheim. Irgendwie in dieser Richtung soll da was. Auf der anderen Seite, das Knusperhäuschen, das Gebäude, das steht noch. Ne? Und das ist zwar zu, aber da ist alles in Ordnung. Die waren wahrscheinlich am Start. Ne? Die waren wahrscheinlich, wenn das Konzept oder haben ein Hygienekonzept mit der Stadt Köln. Wenn da irgendwann, das geht die Rollat hoch und dann Feuer, ich schwöre dir, da stand die Schlange. Von da wahrscheinlich bis am Schlachhofinger oder keine Ahnung, oder bis am Friesenplatz. Wenn da rein ging, sauber alles, rote Teppich, hat sie gedacht, du bist in Hollywood. Ja, rote Teppich mit die Lappen in der Treppe gehst. Ja, eine Aufzug gehabt, hätte zwar nur eine Mann drin, die passt. Aber sie ja, besser einer wie keiner. So, und alles so eine Sache, das war schon... Schon der Knaller. Und drüben, das ist so einfach so, hier ist drin und dann sind die Zimmers da und bla bla bla. Aber wie gesagt, keiner weiß, wo die Reise hingeht, wer das mäht, vielleicht Güter und Investor oder keine Ahnung, kann ja auch hier, oder Investoren sagen so, wir übernehmen das. Könnte auch passieren. Das wäre natürlich eine gute Möglichkeit, statt der Maske zieht man sich die Öko-Deutschen, eine Bananenschale über die See, ganz lang nehmen oder nimmst die Break. Ist auch jetzt, sieht auch jetzt Jodes aus, ja. Dann bist du ganz geschützt. Auch noch Öko, ja. Also von daher, ne, kriegst du irgendwann eine grüne Daumen. Aber wie gesagt, ich finde das schon, mir war das da, darum habe ich auch heute, ich hatte den Drang, darüber ein Video zu machen. Das hört zu Köln, so, die Hornstraße, ist immer so. Ne. Von daher denke ich mir, muss da auch mal Grundtäter sein, muss ich uns was dafür sagen. Also von da denke ich mir, das hat mir auf der Zunge gebrannt. We'll be right back.